Willkommen zurück zu einer neuen, hochbefriedigenden Folge Satisfactory mit einem Mann, der aus irgendeinem Grund die Natur, die Tiere, sogar die Pflanzenwelt von hinten befriedigt. Kreis. Ich bin der Pflanzenbefriediger, Flüsterer, Kapitän, Kommandant, Master. Hatten wir doch letztes Mal schon. Ja, aber warum? Ich meine, warum? Ich will Tiere töten entsandt. Und erforschen. Und du sagst, hey, ich habe hier einen abgeleckten Daumen. Fixit Corporation hat gesagt... Steck den Daumen in alles rein, was du finden kannst und analysiere. Ja, da will jemand deinen Daumen. Guck mal hier, der ist richtig daumengierig. Okay, aber welchen Daumen will er denn? Ich glaube, er will den nassen. Daumen, also nicht mit dem Trockenen. Nicht mit dem Trockenen rangehen. So, wir sind irgendwo hier ganz weit weg in der Wildnis. Denn der alte Onkel Kies, ja, der hat da hinten was gesehen. Der hat gesagt, oh, Kreis, ich hab da was gefunden. Da musst du unbedingt dran lecken. Da musst du wirklich dran lecken. Ich hab dran geleckt und ich hab Farben gerochen. Ja, also es war... Es war total faszinierend. Achtung, bist du bereit, in eine neue Welt einzutauchen? Die neue Welt. Das ist wirklich wie eine neue Welt. Alter. Guck mal hier, und es geht los. Lilane Bäume. Ja, aber zieh das doch mal rein, hier drüben. Bumm. Da hinten ist eine neue Welt, oder? Alter, was ist das für ein Biom? Guck das. Ich habe keine Ahnung, aber es ist ein heftiger Trip. Es ist einfach ein heftiger Trip. Was passiert hier? Mal das hier. Da können wir mal... So als Übersicht. Oben so ein bisschen, ja, drüber gucken. Naja, so Alter, so drüber. Wirklich viel sieht man nicht. Aber guck mal, da hinten sind irgendwelche komischen Pilz-Bobbelbäume. Ja, und nein, und hier gibt's diese Feuerspucker. Wie meinst du, die Game Crasher? Die Game Crasher, ja. Ich glaube schon, ey, die crashen gerne mal ein Game. Kommst du hier runter? Nö, ja, schön so runter. Irgendwie will meiner nicht. Ich glaube, ich habe eine Behinderung. Ja, jetzt bin ich wieder fast tot. Was ist denn das hier? Was ist was hier? Oh, hier ist seltsames Alien-Metall. Seltsames Alien-Metall, das braucht man doch für irgendwas Krasses. Sam-Erz, reines. Alter, reines Sam-Erz, das kann man wahrscheinlich erforschen. Das ist pure Sam. Pure Sam, Alter. Alter, ich nuckel am Sam. Sam-Erz. Semen. Alter, was ist das denn? Das ist doch ein Facehugger-Ei aus Aliens, oder nicht? Oh, Alter, ohne Scheiß. Alter, heftig, oder? Das ist eine neue Welt. Ich hab nicht untertrieben. Oder übertrieben? Übertrieben. Wie kommen wir jemals wieder heim, ist die Frage. Mit einem Space Truck. Mit dem Space Truck durch die Gegend. Aber wir können jetzt nicht mal eben hier eine Werkstatt, einen Space Truck und... das geht nicht. Bauen einen Space Truck. Guck mal, da oben ist da eine Fahne auf dem Berg da? Richtung Osten? Was ist das? Richtung Osten? Ja, auf dem Berg so. So ein Stück. Also nicht, da ist ja Osten ganz weit weg, der Berg. Hier ist einer ein bisschen näher ran. Da ist ganz nein, ich bin abgerutscht. Oh, oh Gott. Oh, ich lebe noch. Gabgerutscht? Gabgerutscht. Ich bin gegabrutscht. Gegabrutscht. Was ist das denn? Oh, das ist explodiert und jetzt kommen kleine Fliegen. Mücken. Ich sehe dich da unten gegen die Mücken kämpfen. Kämpf gegen die Mücken. Ich brauche Hilfe. Wie soll ich da runterkommen, ohne zu sterben? Mein Leben ist in großer Gefahr. Ich habe auch nichts zu essen. Ich habe nichts mehr. Aua. Ich habe nichts mehr. Lasst mich doch in Ruhe. Oh Gott, das sind noch mehr Mücken. Noch einen Mückenhieb und ich bin tot. Ja, ich bin ja wieder daheim, ne? Also. Nee. Zack. Boah, die Mücke ist geplatzt. Geht weg. Und da bin ich tot. Ich höre das Blut. Blute mich. Du musst mich looten. Ey, du hast einfach viel zu viele Mücken aggressiv gemacht. Ja, ich wusste ja nicht, dass das Mücken sind. Das sah aus wie... Kannst du mich nicht wiederbeleben? Kannst du nicht irgendwie... Hieß an meinem Anzug ein bisschen rumspielen? Ja, kann ich. Oh, echt? Oh, Gott sei Dank. Pust mir ein bisschen was von deiner Anzugsluft rein. Puh, Alter. Aber ich habe in meinen Anzug gefurzt. Und die Filter funktionieren seit Monaten nicht richtig. Ich habe einen Steckpilz gefunden. Oh, wo steckt man den denn hin? Ich habe keine Ahnung. So komischen... Steckpilz. Ich habe ihn gegessen, den Steckpilz. Mir geht's besser. Ey, du kannst ja nicht einfach irgendwelche Pilze essen. Alter, Steckpilze sind für alle da. Welcome to the jungle. Hau dir einen Steckpilz rein. Was ist das da hinten für? Ist das auch wieder irgendwas mit Blubbert Mücken? Blau. Was ist das hier? Alien-Panzer. Ach, guck mal, Elektrosnakes. Die wohnen hier. Nehme ich mal mit. Elektroschlange, Schnecke. So eine Schnecke ist immer geil, Lo. Und jetzt laufen wir wieder zurück, oder wie? Weil die Welt scheint ziemlich gefährlich zu sein. Weil wenn uns Mücken schon so hart rannehmen... Alter, was ist das hier? Knusprige Pflanzen. Knusprig?
Knusprig, ja. Hä, was ist das denn für ein Ding? Leck mal daran. Das ist ja voll eklig. Ich glaube, das ist ein Alien-Kokon. Hat so einen schleimigen, wulstigen Mund, ne? Wulstmund, ja. So ein Wulstmund ist das. Guck mal, ich kann drauf einprügeln. Kann gegessen werden, um 2 Gesundheitssegmente wiederherzustellen. Alter. Der Pilz ist jetzt gerade so ein Pilz. Ja, das sind geil, die Pilze. Ich hau mir vorsichtshalber nochmal hier so ein paar Pedobären hau ich mir noch ein paar rein. Pedobären, ja, die guten alten Pedobears. Pedoberries, Guten alten Pedoberries. Unten am Pedohill. Also es gibt auf jeden Fall schon mal Sam hier jede Menge. Hast du nochmal Sam gefunden? Nee, aber wir haben, ich denke, das wird hier so ein Biom sein dafür. Also denkst du, irgendwann müssen wir eine Sam-Ader hier erforschen? Das Witzige ist, ich habe dich ja wiederbelebt, ne? Jetzt zeigt er mir einmal deinen Kadaver an der Base an, glaube ich. Und einmal zeigt er mir dich an, oder ist es noch jemand anderes im Spiel? Aber du bist jetzt mit so einem Totenkopf markiert. Guck mal, was ist das hier für ein Stinkebaum? Okay, das sind irgendwelche Gase. Okay, nein, wir gehen nicht zum Gasbaum. Nee, zum Stinkebaum lieber nicht hin. Also wir müssen auf jeden Fall in die Richtung, hier muss irgendwo unsere Base dann sein, ne? So ein bisschen da hoch wir vielleicht. Wir sind jetzt noch halt voll tief drin im neuen Super-Dschungel. Der neue Super-Dschungel. Aber ich würde gerne raus aus dem Super-Dschungel. Gehen jetzt einfach mal hier lang, oder? Hier so. Ja. Hier so lang und dann nach rechts dann gleich nach Hause gehen. Alter, wie das aber auch alles aussieht. Ja, doch, guck mal, leider hier wechselt das Biom wieder. Leider habe ich keinen Spritz, sonst würde ich direkt mit der Kettensäge. Da ist, glaube ich, noch Sam, oder? Wo? Hier, oder? Was ist das? Quarz! Alter, Quarz? Ich dachte, Quarz kommt erst rein. Hier ist Quarz. Ja, dann nimm mit. Kommt. Ich dachte, es kommt erst noch rein. Ja, vielleicht haben sie irgendwie schon mal so ein Pickelchen versteckt. Wir haben den einzigen Quarzpickel gefunden. Guck mal, das sind hier diese Crunchy-Blätter. Hörst du es? Crunchen so ein bisschen, wenn man sie pickt. Egal, die werde ich gleich schön in Biomasse umwandeln und dann in meine Öfen stecken. Ja, und ich werde heute hier den Space Lift werde ich machen. Mit dem Space Lift Richtung Piratenstadt. Ah, guck mal, ich sehe unsere Basis da ganz hinten schon. Cool. Die Welt ist schon echt heftig. Alter, was ist das da unten? Hier ist auf jeden Fall eine Gasblase. Das ist ein riesiges, komisches Ding. Siehst du das da? Oh, das ist so ein Mutterfeuerspucker. Das ist doch kein Feuerspucker, das ist irgendwas anderes. Doch, doch, der sieht genau aus wie diese Feuerspucker, nur riesengroß. Ja, aber hier ist ein riesiges Stinky-Stinky-Feld. Ja, dann geht man nicht da rein zum Stinky-Feld. Aber hier müssen wir irgendwie schnell dran vorbei. Das stinkt aber in einem großen Radius, hä? Hier ist noch was. Wir brauchen Schusswaffen. Bauxit habe ich gefunden. Bauxit? Ich finde hier die Sachen, Junge. Oh, ich werde von hinten aber auch gefunden. Vorsicht! Er hat abgebauxt. Er will bauxen. Ich habe ihn gescheucht. Nicht, dass er dich in das Gasfeld presst, Alter. Wir brauchen auf jeden Fall hier so eine Atemschutzmaske, ne? Ja. Eine Atemschurzmaske. Eine Atemschurzmaske. Schurzmasken. Au! Ich glaube, der muss weg. Ich glaub, der muss weg. Alle machen mit. Alle Was stecken mal ein. Was ist das da unten für ein Material? Guck mal, hier steht, da ist doch Material. Ich glaube, das ist Kalkstein. Nee, oder? Doch, doch, doch. Ich glaube schon. Bauxit? Was macht man mit Bauxit? Eisen. Nee, ist Eisen. Naja, brauche ich eh nicht. Davon habe ich 116 sogar noch im Inventar. Also Eisen haben wir ohne Ende. Also wir hatten da eben gerade wütend gekrummelt, hast du gehört? Ich will es gar nicht wissen, Alter. Auf jeden Fall brauche ich erstmal Bio. Ich habe ja auch bei der Basis ein bisschen was gemacht, dass wir Sachen lagern können. Ich habe uns ein kleines Lager gebaut. Weil du weißt, Bio ist für mich nicht nur Abfall. Da sind wir wieder. Alter, wir waren im krassen Alien-Wald. Im Alien-Biom. Auf dem Alien-Planeten. Das ist doch eigentlich alles Alien, oder? Ich meine, eigentlich ist alles Alien. Sind wir nicht die Aliens, wenn man es genau nimmt? Wenn man es genau nimmt, sind wir eigentlich die Außerirdischen. Ja, weil wir kommen aus... Hast du noch einen Steckpilz? Nee. Okay, ich habe noch einen, kann man hier erforschen. Aber was machen wir denn jetzt mit dem Super-Alien-Quarz? Ich weiß nicht, ich muss erstmal einen Haufen Biomasse herstellen. Okay, das ist anscheinend was, wo wir noch gar nicht überhaupt irgendwie in der Nähe sind. Boah, kann ich viel Bio jetzt wieder machen. Eigentlich muss man nur einmal so einen Ausflug machen durch die hiesigen Wälder und man ist wieder versorgt, ne? Ja, ja.
Aber es ist eigentlich immer ganz gut, weil da kann man noch ein bisschen auf Entdeckungstour gehen, ne, und ein paar Sachen ein oder anderem Vieh den Finger hinten reinschieben. Ja, ja, schon halt so die Dinge, die man macht als echter Abenteurer. So, jetzt habe ich wieder jede Menge Biomasse. Weil ich muss nämlich mal hier die Generatoren. Ja, aber mach Brennstoff draus, mach Bio-Brennstoff draus, dann hält's richtig lange. Deswegen laufen meine auch so lang. Wie geht der auch in die großen Dinger? Ich dachte, der wäre nur für die Kettensäge. Nee, der geht. Der geht für alles. Ach so, als ich letztes Mal gesagt habe, oh, ich kann Biobrennstoff machen, hast du gesagt, ja, der ist für die Kettensäge. Ja, auch. Aber der geht für alles rein. Dann natürlich richtig abpumpen hier. Dann wird richtig abgepumpt. Pump it up. So. Pump it up. Jetzt brauche ich hier noch verstärkte Eisenplatten. Ja, genau, Kreis. Was? Ja, genau. Ey, dieser Panzer, der sieht aus wie so eine geschnittene Salami oder so irgendwie. Irgendwie schon, ja, so wie Schnittwurst halt. Ja, ja. Die Tiere bestehen eigentlich nur aus Schnittwurst. Guck, hier habe ich ganz viele Kisten mal hingestellt und ich habe zum ersten Mal hier auch Foundations gebaut. Was eigentlich ziemlich geil ist, Foundations. Aber dafür braucht man Bedong. Bedong. Ja, jede Menge Bedong brauchst du da. Ah, ohne Bedong geht da nichts, ne? Das ohne Bedong geht da nichts, ne? Aber ich brauche man braucht auch halt irgendwie eine Kiste, wo man so ein bisschen Rotz drin abladen kann. Ja, hier, ne? Ist doch mein. Hier habe ich doch jetzt. Aber ich würde sortieren. Wozu ist denn diese Batterie? Keine Ahnung. Es gibt ja auch sowas wie den Overspeed Mode und so ein Kram. Gibt's ja auch noch. Insert Fuel. Alter, 500 Beton. Uff. Alter, was ist das hier? Alter, das Space-Ding ist ja riesig. Ach, deswegen. Okay, ich brauche erstmal hier hinten ganz viele Spulen. Spulen brauche ich, ne? Spulen. Spulen. Okay, warte mal. Ich muss mal alles an Dreck erstmal loswerden. Der Dreck, den man so hat, den stecken wir hier mal rein. Aber hier wird schön alles produziert. Das gefällt mir. Dann haben wir wenigstens mal irgendwann schön was auf Lager, ne? Ich meine, hier ist auch schon so viel Zeug drin, so viel Kabel und Drahtgedöns, ne? War, ne? Das muss man eh dann irgendwann mal wieder umbauen. Hm. Was hat denn hier alles drin? Da ist noch nichts drin. Ja, noch nichts, aber das sortiere ich auch so. Zum Beispiel hier habe ich meinen Treibstoff drin. Da mache ich dann meine Rohre rein. Einfach so ein bisschen. Ja, die braucht man eh ohne Ende. Ich habe auch noch ein paar Rohre hier. Hey, der hat mich geschubst. Also, warte mal. Ich brauche Draht habe ich. Dann brauche ich Beton. Beton brauche ich. So, Beton habe ich auch. Bin ich aber schon wieder voll. Also muss ich schon wieder Zeug loswerden. Fürs krasse. Das sind Sam-Erz. Facelift. Schnecke rein. Ey, wir brauchen echt viele von diesen Aussichtstürmen. Dass man hier mal eine Übersicht hat, weil das ist echt schwierig sonst zu bauen. Die sind eigentlich nützlich. Was ist denn eine Sommersloop-Wip? Keine Ahnung. Ich will ein Jetpack. Ich habe gesehen, es gibt Jetpacks später noch. So, wie groß ist denn eigentlich dieser... Alter, der Lift ist ja giga... Oh mein... What? Was ist das, Alter? Es nimmt die ganze Karte ein. Das nimmt wirklich die halbe Karte ein. Hä, da müssen auch Dinge reingepumpt werden. Okay, ja, das ist sowas wie unser Zentrum später. Alter. Riesengroß. Das ist ja gigantisch, ey. Gigantisch. Gigantisch. Gigantisch günstig. Hat sich eingebrannt, ne? Als Jugendlicher, man kommt nachts nach Hause, guckt Fernsehen, auf einmal kommt irgendeine Werbung, so, ruf an, 0190, bla bla, gigantisch günstig, weißt du sonst? Aber gigantisch ist auch so ein Wort, da kommt ja jeder drauf. Ja, aber es bleibt halt hängen, ne? Wie gaytastisch. Ja, aber... Eigentlich kann man dann alles gay hängen. The ja, natürlich. Has Mutti! Gay Mutti? Mutter hat ihre Analyse fertig. Was gibt's denn Neues hier aus Mutti? Weiß nicht, manchmal gibt's neue Sachen irgendwie, ne? Manchmal aber auch nicht. Bitte wähle eine neue Probe aus. Haben wir gar nichts.
Nö, im Moment haben wir nichts. Wir brauchen mehr Festplatten. Deswegen brauchen wir mal hier so eine Space Station. Bacon? Alter, können wir jetzt Bacon herstellen? Das wäre auch mal geil, irgendwas, was besser heilt als sie hat irgendwas von Bacon gesagt. Kann man irgendwie eine Küche oder sowas irgendwann bauen? Weil irgendwas muss ja mal geben, wo man sich mal richtig erholen kann. Weil diese ganzen Beeren und so, das ist ja auf Dauer auch nichts. Objektscanner Pilze könnten wir? Wir könnten Pilze scannen. Schmecken vielleicht nach Bacon. Vielleicht sind das Pilze mit natürlichem Bacon-Geschmack. Wir können auch sowas wie jetzt hier dieses Bauxin oder was wir da haben. Bauxit. Bauxit können wir gar nicht. Ist Bauxit nicht für Aluminium der Grundstoff? Können wir gar nicht verarbeiten. Können wir gar nicht verwerten. Ja, wir sind halt technologisch noch nicht so weit. Wir müssen technologisch besser werden. Ja, viel besser. Aber ich muss erstmal hier mein Inventar aufräumen. Irgendwie kann ich es auch nicht übers Herz bringen. Sonst gehen meine Zigarren aus hier, wenn ich. Kann es auch nicht übers Herz bringen, jetzt irgendwie da meine Sachen wegzuwerfen, weißt du? Wieso musst du nichts wegwerfen? Du kannst es doch auch in die Kisten packen, solange. Ich packe ja auch alles in die Kisten, was ich jetzt gerade nicht so brauche. Ja, klar. Weil ich brauche immer alles im Moment, weil das so viel Platz benötigt, den ganzen Scheiß hier rumzuschleppen. Ein bisschen was musst du halt immer in der Tasche behalten für so die Standardsachen. So, ich habe jetzt genügend, um diesen Turm zu bauen. Ja, der braucht halt so viel Platz. Ja, aber wo willst du den denn hinstellen? Ja, da müssen anscheinend irgendwann alle Fließbänder hineinlaufen. Also irgendwo da hinten hinter deiner Anlage. Ja, hier irgendwo dann, ne? Schau gerade mal, der sieht schon krass aus. Wahrscheinlich. Eigentlich so würde ich das Ding machen. Was braucht ihr wohl an Strom? Alter, guck mal, wie die Teile da reinfliegen. Ich Alter! Irgendwie die Spur, Alter, ja! Hin. Es fliegt! Oh, Weltraumlift, holy moly! Brauchen wir den überhaupt schon? Ja, der ist. Ja, wir können nichts mehr weiter erforschen. Wir können nichts mehr weiter erlernen. Boom! Alter, guck mal, da gehen die Fließbänder rein, er öffnet sich. Guys, it's huge, guys, it's huge. Alter, what the hell? Oh mein Gott, das Ding ist ja ultra fett. Was macht der jetzt da? Warte mal, der schließt und Upliften oder so, braucht der Strom? Da kommt was angeflogen aus dem Weltraum. Eine what? Antenne. Alter, wir machen wirklich einen Lift ins All? Das nehmen die ja wirklich. Es hakt sich fest. Alter, hat da irgendwie, was? Wow, da kommt doch, was ist das, Alter? Wow, ist ja der ganze Raumstation irgendwie geangelt aus dem Weltall. Der Spacelift. Kann davon mehrere bauen? Also, nee, kann man nicht. Der ganze Reiter ist verschwunden. Einmal Spacelift, immer Spacelift. What? Kann man nochmal abreißen? Ja, man kann ihn abreißen. The fuck? Alter, what? Guck mal hier, du kannst ins All pumpen. Load Seal Sand. Brauchst du Eisenplatten und Rotor. Stufe 3 und Stufe 4. Lieferung schaltet Stufe 3 und Stufe 4 frei. Okay, jetzt können wir aber da wohl was Neues erforschen mit dem Spacelift. Ja, Alter, ist das heftig. Load Seal ist lagern, ne? Oder? Und Sand. Man kann da auch irgendwie Fließbänder reinschibbern lassen und so. Mal hier, wir können auch immer noch nicht Weltraumphase 1 können wir noch nicht machen. Seal ist verpacken. Ja. Seal ist verpacken und dann. Okay, also, was braucht das Rotoren, ne? Könnte ich rein theoretisch in die automatische Herstellung, das könnte ich hinkriegen. Und Eisenplatten müssen reingeleitet werden. Verstärkte. Los, oh, wir haben keinen Sprit mehr in irgendeinem Ding. Du hast keinen Sprit mehr in irgendeinem Ding. Ja, Moment mal, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ja. Also bitte jetzt. Ja gut, dann ist das meine Spritkiste hier, okay? Wenn wir so denken, ist das meine Spritkiste. Hey, ich hab die auch schon angefasst. Was? Ja gut, da hinten könnte ich schon noch es so deichseln, dass da Dinge gemacht werden. Schrauben, Rohre in einen. Deswegen habe ich ja auch hier meinen Lift. Ich habe ja hier schon. Mein Turm. Alter, wie groß der ist! Das Ding ist gigant.
Das sind, ey, das geht ja noch weiter hoch. Das, was du da oben siehst, ja? Es geht in den Space. Ja, es geht in den fucking Space. Das ist ein fucking Spacelift. Man klebt Dinge rein und das geht wusch ins All. Also Kupfer können wir auf jeden Fall direkt reinliefern. Der ist nebenan, aber von der... Ja, aber für was brauchen wir Kupfer? Ich glaube, wir müssen da gucken, dass wir sowas reinkriegen, wie jetzt diese, das, was er will. Da steht ja, was er will. Spacelift ist unser neuer Gott, Alter. Den müssen wir befriedigen. Ja, wirklich. Ich würde ihn auch gerne anpreisen, weil er einfach so riesengroß ist, weißt du? Ich dachte, meine Basis oder unsere Basis so, ne, unser ist Kram, groß, ja, ja. Da, den wir hier gebaut haben, dachte ich so, oh, ist ja schon groß. Ah, so ein Turm, der ist ja groß. Wenn man da hochklettert, kann man alles sehen. Und dann das stellt er hier... Das ist der kleine Spacelift. Alter. Das ist der kleine Spacelift, der Babylift. Der Babylift. Baby Spacelift. Faszination Spacelift, sag ich dir. So, warte mal, ich muss jetzt erstmal wieder allgemein Stangen, Platten, den ganzen Scheiß da rausholen. Wie sieht's denn hier aus? Was wird denn hier reingeliefert? Stangen, okay. Dann haben wir da hinten noch einen Container, der ist schon so randvoll. Da sind Schrauben und Platten drin. Der, wow, ey, ich brauch nach dem Container noch einen Container. Es ist... Moment, Schrauben und Platten, stimmt, da wollte ich ja ein Manufakturding noch bauen. Ja, musst du ja dann. Ja, damit ich die Platten dann die bekomme, die geilen. Aber da muss ich da hinten auch wieder Strom ins Netz noch reinpumpen. Aber Strom braucht der Spacelift zum Glück nicht. Nee, der versorgt sich selbst wahrscheinlich irgendwie durch Sternenstaub, den er da oben absorbiert oder sowas. Der Spacelift absorbiert Sternenstaub. Ey, da merkt man schon, in was für gigantische Dimensionen wir später denken müssen. Ja. Alter. Deswegen werden wir definitiv auch irgendwie Fahrzeuge oder wahrscheinlich werden irgendwelche Fluggeräte noch kommen. Es gibt auch Fahrzeuge. Es gibt Fahrzeuge. Dafür müssen wir erstmal mit dem Spacelift weiterkommen, weil jetzt hängen wir an so einem Punkt, wo es halt einfach nicht weiter geht. Na gut, dann brauchen wir auf jeden Fall jede Menge Metallplatten für Dings, damit wir halt fahren das können. Bin ich jetzt gerade dabei. Gut, ja, dann für wie heißt es denn? Für die Fließbänder. Ja, ich mach jetzt schon alles hier. Du musst dann die Spacelift Connection machen und da müssen wir irgendwie hier ein Mitlager setzen und von da an müssen wir irgendwie über deine Bänder drüber die dann da rein qualifizieren. Wir können ja erstmal hier an der Seite vorbeigehen. Ich würde es drüber machen, weil dann haben wir halt noch mehr Platz. Weil Bänder gehen ja übereinander. Du kannst ja gut, aber wenn du jetzt, guck mal, wenn du jetzt von da, wo du stehst, sag ich mal so ungefähr, wenn wir die Bänder hier hochziehen, dann können wir die schön darüber ziehen. Wir können sie auch hinter dem Stein machen. Nee, dann haben wir auch noch mehr Platz. Wenn wir das geht auch. Dahinter herziehen und dann kann man hier innen auch noch ein paar Bänder legen, die man dann notfalls hinterher zusammenfügt oder so. Man kann auch, damit alles so ein bisschen cool aussieht. Warte mal. Kann auch noch. Das hier so. Wenn ich das jetzt hier platziere, ja, kann ich das aber nicht anketten so, weil warum eine Rampe so auf die Art? Dass das wirklich so Rampe an Rampe wird. Weißt du, wie ich meine? Ach so, naja, gut, das... Wäre schon cool, dann kann man hier so schön hochlaufen. Man kann auch eine große Rampe machen. Kannst ja auf dem Band auch hochlaufen und der baut sich ja automatisch Stützen und das Band dann... Ja, das stimmt, aber wie machen die denn, dass es so hoch geht? Ich habe das nämlich gesehen, die haben so richtig coole Rampen und so, ist ja schon stylisch aus. Das lernen wir auch noch irgendwann. Wahrscheinlich muss man dafür irgendwas, ja, wieder können. Was wir noch nicht erforscht haben. Wir haben ja noch einiges an Kleinkram zu erforschen. Wir sollten jetzt erstmal hier gucken, dass wir... Wo kommen denn die Metallplatten raus, die verstärken? Ja, die mache ich jetzt. Ich muss jetzt erstmal noch eine Manufaktur und alles bauen. Ah, hier, Treppen. Hier kommen Schrauben. Ja, ich mache das jetzt. Und dann musst du die Schrauben aus dem Container wieder raus oder halt den Container direkt ich habe extra einen Container. Der Container, der gibt beides raus. Ich kann dahinter direkt eine Manufaktur machen, dann gibt er das beides raus. Ja, brauchst du aber wieder einen Splitter, ne? Im Endeffekt nicht, brauchst nur ein Band. So, wir haben jetzt Treppen. Gucken, wie die aussehen. Ja, aber kann man die dann auch so hoch bauen? Braucht mehr Beton. Le Beton. Ja echt, wir sollten vielleicht mal, haben wir denn wenigstens einen Bohrer schon mal auf dem Kalkstein stehen? Ja hier, ich bohre schon die ganze Zeit ab, ich habe hier schon alles kleines Ding, klar. Aber wir brauchen trotzdem noch viel mehr. Das ist alles noch viel zu wenig.
Ich meine, klar, das kann ich auch noch splitten. Da unten hängt's. Ja, ich werde das eh hier demnächst splitten. Hier Beton und dann. Das ist. Können wir Kalkstein schon suchen? Ja, ne? Ja. Ja, da hinten ist auch noch irgendeine Ader direkt in unserer Nähe. Was ist das da alles? Da hinten, guck mal. Ja, hier, 240 Meter. Das scheint da hinten an dem. An dem Fels zu sein. Genau, da an kannst dem Fels. Ja, kannst du ja da als nächstes eine Verbindung hinziehen. Das ist dann deine Aufgabe. Dann drei. Für den Beton brauchst du keine Schmelze, sondern diese Fabricator-Dinger da. Also einfach hier Kalkstein rausziehen. Ja, ja, einen Kalkstein, dann auf drei Bänder splittern und dann Konstruktor bauen. Dann halt ein Lager und dann schön hier alles hochziehen, dass das alles in ein Lager irgendwie rein schwimmt. Ja gut, dann brauche ich ja kein Lager bauen, dann brauche ich ja nur eine Verbindung zu deinem Lager. Ja, das kann man, das muss ja eh nochmal umgebaut werden hier. Das muss eh nochmal alles weg, weil im Moment, ich glaube, bei Beton reichen zwei, weil der verbrennt schon relativ gut, das staut sich gar nicht so arg. Ich glaube zwei, dann bist du bedient. Staut sich gar nicht hier. Ja gut, da. Nee, nee, es nee, geht, aber ich denke zwei kriegst du hin mit zwei. Da musst du keine drei machen. Weil bei Eisenerz, da kannst du drei nehmen, das verarbeitet so schnell. Alter, wow, der kommt hier gerade runtergeflogen. Ich dachte schon. Ja gut, aber die Folge ist vorbei. Ja. Und wieder. Geht alles so schnell. Ja, geht alles fix. Warte mal, wie baue ich denn? Ach, Treppen kann ich nur auf Fundament bauen, oder wie? Ah. Ja, aber wie baue ich... Ach, und dann kann ich hier die nächste bauen. Boah, da kann ich mir so ein richtiges Treppenhaus kann ich mir hier richtig bauen. Ist ja cool. Ist das? Ja, ja. Schon irgendwie cool, oder? Wenn du da noch so Wände und so hast, kannst du richtige Fabrikgebäude machen später. Ja? Alter, jetzt sieht man den Spacelift mal ein bisschen schöner. Das ist krass. Das ist ultra krass. Leute! Spacelift Action! Woo! Ich reiß die Treppen wieder ab! Spacelift Action! Lasst eine total fette Bewertung da für mehr Satisfactory. Ich hoffe, ihr fühlt euch befriedigt. Schreibt es in die Kommentare. Ja, ich wurde befriedigt. Bis zum nächsten Mal und